Guten Tag, der Herr. Innersmechaniker, ja, ja. Wir springen den Quatsch. So, der Assistentin. Hier reden. Nanoschutzfolien zu bekommen. Nanoschutzbesorgung. Ich einmal Ambra. 20 hochwertige Sensoren und resistente Folien. Das besorge ich. Ambra erhält zu den Ringen hochwertige Sensoren mit Subduk. Bei einem Meerschwein, über einsamen Felsen. Okay. Mir wird auch sofort was angezeigt. Dahin sollen wir. Okay, ich habe das jetzt mal versucht, was man machen soll. Hat natürlich nicht first try geklappt. Ja, eigentlich sollen die reinschwimmen, es soll leuchten, alle vier sollen gleichzeitig leuchten. Und dann sollten wir oben eine Kiste bekommen oder einen Drop bekommen mit den Items, die wir brauchen für unseren Schutz. Ich glaube Mira, Währung und einen roten Wunsch. Also da der den längsten Weg hat, bis zu seiner Ausgangspose, warten wir auf den. Und wir versuchen den irgendwie, wenn er auf der Linie ist, hier hinter diesem leuchtenden Zeug, dann die anderen zu starten. So, so, jetzt. Versuchen wir so schnell wie möglich zu den anderen Sachen zu kommen. So, leuchtet, leuchtet, leuchtet. Nein. Es kann sein, dass ich hier jetzt zu langsam war. Wir werden den Gleiter nehmen, um zu dem letzten dahin zu kommen. Habt ihr natürlich nicht gesehen, das war aber jetzt der sechste Versuch. Also jeder, der euch zeigt, hey, ich hab's first try gemacht, könnt ihr vergessen. Denn ich hab's jetzt viermal ohne Gleiter gemacht und jetzt zweimal mit Gleiter und dann ging's erst. Also, ich weiß nicht, wie Leute das angeblich in ihren Videos First Try schaffen.
So. Jetzt haben wir diese Folien, roten Körn. Nice. Alles leuchtet. Das Gebiet ist jetzt auch hell erleuchtet. Perfekt. Nicht mehr so hässlich dunkel. Okay. Dann. Gucken wir mal nach einem Wal. So, ich habe mal den Wal gesucht. Geht eigentlich ganz einfach aufs Terminal hier unten rauf und dann einfach gucken, wo so eine Walforschung ist. Und die Walforschung ist hier ganz hinten. Einfach irgendein Walteil suchen und draufklicken. Und dann wird euch schon die Location angezeigt. Und ihr seht auch, hier ist das Item, was wir wollen. Das ist einfach gespawnt. Ich bin hierher. 30 Sekunden war ich hier in der Nähe vom Wal und das Item ist schon gespawnt. Ein weiterer Wal, das ist aber ein Elite, glaube ich. Schwimmt von Innas bis hier zu diesem großen Ring immer hin und her. Das heißt, da könnte man auch hinschwimmen und sich das holen. Den hier muss man auch für ein Daily besiegen. Und wenn ihr da nicht ein paar 90.000, 100.000 Kampfkraft habt, den alleine zu machen, schwer. Ha? Umbra. Hier hinten hat das auch nochmal gespawnt. So, tut euch der Wal natürlich nichts. Wenn ihr den angreift, schießt der Blasen, die einem sehr, sehr schnell töten können. Deshalb lieber, falls ihr den in der Daily mal bekommt, gleich mal eine Gruppe suchen für den. Und da ihr gesehen habt, dass man den bei der Forschung so oder so mehrmals braucht, könnt ihr den mit einer Gruppe auch gleich mehrmals töten. Okay. Und dann suche ich mir jetzt nochmal so eine Stelle für diese anderen komischen Geräte. Dafür müssen wir einfach diese Roboter, Wächter, Kugeln suchen. Die sind auf der ganzen Map verteilt. Sucht euch eine interaktive Map, die euch anzeigt, die Spots. Und dann könnt ihr die 20 Stück davon sehr schnell zusammenbekommen. Also ich suche mir was und cutte das jetzt rein.